neues Video gegen Sarah Wagenknecht rausgehauen. Beziehungsweise gegen Sarah Wagenknecht und gegen die AfD. Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mein Verdacht ist, dass sie Wagenknecht bzw. die Wagenknecht-Partei versuchen werden, als rechts zu framen. Der Titel des Videos lautet AfD und Wagenknecht-Partei. So ähnlich ist ihre Strategie. Ich meine, die AfD, die ist ja medial schon genug besprochen worden von den üblichen Verdächtigen, also auch von Kanälen wie die da oben. Und jetzt versucht man das BSW, um halt dem BSW zu schaden, in die Nähe der AfD zurück und zu sagen, Mensch, die sind doch eh das Gleiche. Also das sind, weil sie gegen Waffenlieferungen sind, das sind doch alles eh die gleichen Putin-Versteher, das sind doch all die gleichen Friedensschwurbler, das sind, ja, also die gleichen komischen Leute. Oder weil die Wagenknecht-Partei eine deutliche Begrenzung der Migration fordert, sagt man jetzt, okay, das sind doch alles die gleichen schlimmen Rechten, die was gegen Ausländer haben. Also ungefähr so läuft das immer, diese Argumentation ist inhaltlich vollkommener Schwachsinn. Aber ja, was soll man dazu sagen? Denn nur weil die AfD eine Position vertritt, also beispielsweise wir sind gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, heißt das ja nicht, dass diese Position dadurch schlecht ist. Also wenn die AfD sagt, 2 plus 2 ist 4, dann müssen aufrechte Demokraten nicht schreien, nein, 2 plus 2 ist 5. Sondern nee, dann ist 2 plus 2 offensichtlich 4, selbst wenn das mal ein AfDler gesagt hat. Aber das hält die Öffentlich-Rechtlichen trotzdem nicht davon ab, diese völlig bescheuerte Argumentation hier zu verwenden. Ich werde das Video gleich auch nicht so häufig unterbrechen, glaube ich. Das würde nicht zu sonderlich viel führen. Ja, dieses Framing, das wird sich die ganze Zeit durchziehen. Deswegen nehme ich das an dieser Stelle schon mal vorweg. Ich habe noch einen kleinen Hinweis zu mir selber. Ich selbst bin kein Mitglied des BSW. Ich sympathisiere aber sehr mit dem BSW und wünsche mir, dass es bei den Ostwahlen ein möglichst gutes Ergebnis erzielt. Und ja, in diesem Sinne sind solche Videos hier eben dazu gedacht, um den BSW zu schaden. Natürlich produziert von unserem völlig neutralen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mischt ein neuer Player das Politikgame heftig auf. Das BSW ist quasi der Newcomer unter den Parteien, nur halt mit einem nicht ganz so neuen Gesicht. Klar, mit ihrem hier, Sarah Wagenknecht. Anfang des Jahres hat sich das BSW gegründet und da frisch von der Linken abgespaltet. Und direkt ging es ordentlich rund. Aus dem Stand hat die Wagenknecht-Truppe bei der Europawahl 6,2% geholt und das ist krass. Und noch viel krasser sieht es aus, wenn man sich manche Umfragen anschaut, und zwar die aus dem Osten. Und da bekommt das BSW mega viel Zuspruch. Schaut man da mal auf die aktuellen Umfragewerte, dann liegt das Bündnis mittlerweile meist so zwischen 15 und 20%. Und gerade wenn man auf Thüringen schaut, ist es echt krass. Da steht die Wagenknecht-Partei in manchen Umfragen bei mehr als 20%. Zusammen mit der AfD würde das Bündnis in Thüringen also auf um die 50% kommen und könnte ziemlich sicher gemeinsam regieren. Das ist wild. Aber würde Wagenknecht das machen? Würde das BSW wirklich mit der AfD koalieren? Darüber wird ja immer wieder spekuliert. Und in einigen Punkten scheinen sich die beiden ja ziemlich einig zu sein. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, das größte Problem. Okay, das ist jetzt sogar noch bescheuerter als am Anfang gedacht. Also, okay, auch wenn es jetzt ein relativ mildes Framing ist, in einigen Punkten scheinen sich die beiden sehr einig zu sein, aber wir haben die dümmste Regierung Europas. Ja, dass die Opposition die Regierung nicht mag, ist nun mal das Wesen der Opposition. Wenn die Opposition die Regierung gut findet, dann ist sie keine Opposition, sondern dann ist sie eine Scheinopposition. Es sollte so sein, dass die Opposition die Regierung auch hart kritisiert. Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Im Gleichschritt mit der FDP Rüstung. Ja, absolut richtig. Ich weiß jetzt nicht, was daran falsch sein soll. Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann formiert sich eine schwarz-grüne Koalition der Kriegstreiber. Faktisch agiert Deutschland wie eine Kriegspartei. Aber sind sich die beiden Parteien wirklich so nah, dass sie vielleicht sogar zusammenarbeiten würden? Zumindest diverse Wählerinnen und also das BSW hat Koalitionen mit zwei Parteien ausgeschlossen, nämlich mit der AfD und mit den Grünen. Also diese Frage, die stellt sich eigentlich nicht. Also dass sich Parteien ähnlich sind und trotzdem nicht zusammenarbeiten müssen, das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Also SPD und Grüne hatten immer ein ähnliches Programm wie die Linkspartei und trotz dieser zumindest zur Schau getragenen Ähnlichkeit haben sie nie mit der Linken koaliert. Weil mit der Linken eben eine grundlegend andere Wirtschafts- und Außenpolitik hätte gemacht werden müssen, vor allem als in der Linken noch Leute wie Gysi und Lafontaine den Ton angegeben haben und nicht dieser komplett loste Haufen, der da heute an der Spitze ist. Ja, und deswegen wurde mit der Linken niemals koaliert. Also die Frage ist nicht, ist man sich ähnlich? Also genauso sieht es ja bei CDU und AfD aus.
viele CDU-Ostlandesverbände, wenn man sich die Rhetorik ansieht, die ist ähnlich zu dem, was die AfD erzählt oder die CSU. Die hat ja auch eine ähnliche Rhetorik wie die AfD und auch ähnliche realpolitische Forderungen in vielen tagespolitischen Fragen. Trotzdem wird es zu keiner CSU-AfD-Koalition kommen. Und auch eine CDU-AfD-Koalition ist zwar nicht komplett ausgeschlossen, aber aktuell noch sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ähnlich sieht das halt beim BSW aus. Es sollte um Inhalte gehen, schreibt gerade einer, Koalition sollte gar nicht ausgeschlossen werden. Ja, aber wenn du jetzt eine Koalition mit der AfD nicht ausschließt, dann framt dich der Mainstream als AfDler. Und wenn du eine Koalition mit den Grünen nicht ausschließt, dann framen dich CDU und AfD als Grünen nah. Dann sagen die auch, du bist ein Wegbereiter einer neuen grünen Regierung, du willst doch nur das Leben der Ampel verlängern und. Deswegen ist es halt strategisch klug, ein bisschen, zumindest die Auswahl ein bisschen einzuschränken. Also es wäre vielleicht sogar noch ehrlich, wenn man sagen würde, okay, CDU und SPD, die machen auch so eine Politik, mit denen kann es eigentlich auch de facto keine Koalition geben. Da gibt es ja keine großen inhaltlichen Schnittmengen. Also CDU und SPD, die stehen in allen Punkten für eine Politik, die unser Land ruiniert hat. Deswegen ist mit denen eine Zusammenarbeit de facto wahrscheinlich auch ausgeschlossen. Aber wenn das jetzt offen sagen würde, dann würde man ja sagen, wir verweigern uns allem komplett. Und das ist auch nicht klug. Also man sollte... Ja, es ist immer eine schwierige Wahl. Das ist aber eine rein strategische Frage, über die man sachlich und nüchtern debattieren muss. Wo man nicht prinzipiell werden darf und wo man nicht, wo man immer sich gucken muss, was bringt gerade die größten Vorteile. Und das ist die Entscheidung, die das BSW gerade getroffen hat. Und Wähler konnte das BSW der AfD in der Vergangenheit auch schon abknöpfen. Wir gucken heute darauf, warum AfD und BSW anscheinend in vielen Bereichen die gleichen Leute ansprechen, was die Parteien wirklich gemeinsam haben und wie wahrscheinlich eine Koalition zwischen den beiden im Osten ist. Also, los geht's. Habt ihr schon mal was von der Hufeisentheorie gehört? Die stellt das politische Spektrum in Form eines, Surprise, Hufeisens dar. Feste Theorie. Und wenn's das sind, ja, diese Theorie, wer sie nicht kennt, das ist die Totalitarismus-Theorie in einer schönen Grafik verpackt und die zeigt die ganze Schlichtheit dieser Theorie. Hier unten ist dann die demokratische liberale Mitte und hier sind dann Rechtsextreme und Linksextreme. Also Kommunisten und Faschisten. Aber auch Kommunisten und Faschisten haben nicht sonderlich viel gemeinsam. Also ja, Faschismus ist halt, ist jetzt die marxistische Definition, kann man auch drüber streiten, die Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals und Kommunismus Sozialismus nach sowjetischem Vorbild. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht über Begriff streiten, aber zumindest nach sowjetischem Vorbild, ist die Diktatur einer kommunistischen Partei. Jetzt kann man aus liberaldemokratischer Sicht sagen, ja, das ist ja beides keine liberale Demokratie. Ja, aber wenn die einzige Gemeinsamkeit von zwei Systemen ist, dass das keine liberale Demokratie ist, da kann man diese zwei Systeme nicht in einen Topf werfen. Das ist vollkommen bescheuert. Also sowohl Kommunisten als auch Faschisten würden den jeweils anderen umbringen, wenn der jeweils andere an die Macht käme. Deswegen, ja. Danach geht, sollen sich Rechtsextreme und Linksextreme gegenseitig näher sein als der Mitte. Ist das also die Erklärung für die Ähnlichkeit von BSW und AfD? So einfach ist die Sache. Nein, die Theorie ist an sich schon vollkommener Schwachsinn. Also Kommunisten wollen das Wirtschaftssystem umstürzen und die Kapitalisten enteignen. Faschisten wollen innerhalb des Kapitalismus möglichst erfolgreich sein und nationales Kapital zur globalen Weltspitze machen mit sehr aggressiven Methoden wie Kriegführung, Ausschaltung der innenpolitischen Opposition und allem Möglichen. Also da gibt es schon sehr starke Unterschiede zwischen Kommunismus und Faschismus. Sache dann doch nicht. Die Hufeisentheorie gilt mittlerweile sowieso als überholt. Die Kritik ist, dass sie eigentlich zu eindimensional sei, um das politische Spektrum. Nein, die ist einfach Quatsch. Drum abzudecken. Und auch die politische Ausrichtung des BSW scheint da irgendwie zu komplex zu sein, um es da einfach einzuordnen. Zwar kommen Wagenknecht und auch alle anderen Mitglieder ihrer Gruppe im Bundestag ursprünglich aus der Linken, also der mit Abstand linksten Partei im Deutschen Bundestag. In der Vergangenheit wurde aber viel diskutiert. Wie links ist das BSW denn jetzt überhaupt noch? Oder ist es linkskonservativ oder linksautoritär? Die Frage ist aber, warum hat denn eine Partei, die zumindest irgendwo noch im linken Spektrum zu verordnen ist, scheinbar so viele Anknüpfungspunkte zur AfD, die ja wirklich ziemlich weit rechts außen zu verorten ist. Das haben wir auch den Politikwissenschaftler Eiko Wagner von der FU Berlin gefragt. Er erklärt uns das so. Das wird aber ein bisschen plausibler, wenn wir nicht nur in links und rechts denken, sondern das mehrdimensional politische Landschaft uns anschauen. Wagner vergleicht die politischen Spektren mit einer Landkarte. Wir haben Ost und West und Nord und Süd und wir haben dort Unterschiede in
verteilungspolitischer, wirtschaftspolitischer, sozialpolitischer Hinsicht. Da ist BSW eher eine linke Partei, AfD eher eine rechte Partei. Und dann haben wir gesellschaftspolitische Unterschiede zwischen Parteien wie auch zwischen Menschen. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die eher für Multikulturalismus und internationale Offenheit sind oder für gesellschaftliche Liberalität stehen. Auf der anderen Seite sehen wir Einstellungen, die eher auf Fleiß und Pünktlichkeit und Anstand, auf traditionelle Familienrollenmodelle eher daraufhin ausgerichtet. Und da ähnelt sich BSW und AfD durchaus. Es gibt also inhaltliche Überschneidungen, aber die allein reichen nicht aus, um die gleiche Wählerschaft anzuziehen. Der große gemeinsame Nenner der beiden Parteien ist ein anderer, und zwar kein inhaltlicher, sondern er ist vielmehr eine Frage des Stils und der Strategie, um bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten. Schon in der Vergangenheit wurde gesagt... Ja, jetzt bin ich gespannt. Okay, das Video ist doch nicht so dämlich wie gedacht. Anscheinend ist es nicht so dämlich wie gedacht. Es wird ein neuer Punkt aufgemacht. Ich hatte mit dem üblichen Framing gerechnet. Das ist... Warte. Der gemeinsame Nenner Populismus. Okay, ich nehme es vielleicht wieder zurück. Populismus ist... Naja, schauen wir uns das an. Aber was Strategie angeht, da bin ich sehr gespannt. Denn AfD und BSW sind beide Oppositionsparteien. Und die Opposition muss sich nun mal einer anderen Strategie bedienen als die Regierung. Das ist klar. Und da kann man jetzt, wenn man die Politik in diese zwei Gruppen aufteilt, Opposition und Regierung, dann kann man halt die unterschiedlichen Strategien der Player analysieren und wird dazu kommen, dass die Oppositionsparteien ähnliche Strategien verfolgen wie andere Oppositionsparteien und Regierungsparteien ähnliche Strategien wie Regierungsparteien. Das ist ja relativ klar. Jetzt bin ich mal gespannt, was Populismus angeht. Also das, ja. Sarah Wagenknecht als populistischste Abgeordnete der Linkspartei gelabelt. Dazu gibt es sogar eine Studie der Uni Potsdam, die... Ich will keine Studie, ich will wissen, wie definiert ihr Populismus? Meine Güte. ...unter anderem 10.000 Reden der damaligen Linksfraktion analysiert hat. Wagenknecht war demnach die Abgeordnete mit den meisten populistischen Kommunikationselementen. Nein, Herr Habeck, wenn Preise steigen... Jetzt sag doch erstmal, haben Sie Populismus definiert? Nee, haben Sie nicht. Sie haben einfach nur gesagt, Populiste. Also, wie definiert ihr Populismus? Ich habe noch keine gute Definition des Wortes Populismus gehört. Also die Definition, die ich meistens höre, ist einfache Sprache, die uns nicht gefällt. Was ist Populismus? Also, das ist jetzt vielleicht eine polemische Zuspitzung meinerseits, aber so wird das Wort Populismus von den Öffentlich-Rechtlichen meistens verwendet. Steigen. Einfache Sprache, die unserer Agenda nicht dient. Dann werden durchaus nicht alle ärmer. Es werden auch einige sehr viel reicher, nämlich die, die die steigenden Preise am Ende kassieren. In Deutschland bahnt sich eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe an. Millionen Menschen haben Angst vor der Zukunft. Aber was ist Populismus eigentlich genau? Könntet ihr das erklären? Eiko Wagner sagt, Populismus ist... Die Vorstellung, dass die Gesellschaft eigentlich maßgeblich geteilt ist zwischen einem Volk, das als homogen, als einheitlich und als gut vorgestellt wird und einer Elite. Ja, schauen wir uns mal an, ob, also Moralisierung ist da drin, okay, gut, das müsste man jetzt nachweisen. Und Volk gegen Elite, das ist einfach links. Was er hier betreibt, ist links. Also nach der Logik wäre die AfD jetzt links, was so nicht stimmt, weil die AfD Steuersenkungen für die Reichen fordert, also in den Punkten auf der Seite der Elite steht, aber erstmal Volk gegen Elite zu stellen, das ist einfach eine linke Gesellschaftsanalyse. Das, also Populismus bedeutet quasi links sein für den Typen hier. Die ganz sinistre Pläne verfolgt, die böse ist, korrupt ist, verräterisch. Wie gesagt, okay, Moralisierung, das muss nicht immer dabei sein. Aber nehmen wir mal, dieser eine Punkt, der ist, okay, Sarah Wagenknecht ist links. Sie steht auf der Seite der einfachen Leute gegen die Mächtigen. Das ist das, was Linke traditionell machen sollten. Und das andere, okay, Moralisierung. Schauen wir mal an, ob das in Wagenknechts Rhetorik zu finden ist. Zu einem gewissen Grad wird man das sicherlich bei jedem finden. Und ich wette, das wird man bei den Grünen tausendmal stärker finden als bei Wagenknecht. Also es geht primär um einen Kampf zwischen einer Elite, egal ob politisch, wissenschaftlich oder wie auch immer, und dem Volk. Für die populistische Rhetorik bedeutet das, dass viel von einer benachteiligten Masse gesprochen wird. Millionen Menschen haben Angst. Denen eine kleinere, privilegierte Gruppe gegenübersteht. Es werden auch einige sehr viel reicher. Das ist die Grundlage. Das ist eine Tatsache. Also die Ungleichheit explodiert doch durch Corona, durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Also bei Rheinmetall, da knallen die Sektkorken und die Reallöhne der Leute sacken ab, die Lebensmittelpreise explodieren, viele Menschen verlieren ihre Jobs, die Arbeitslosigkeit steigt.
Und während Finanzspekulanten auf Staatsanleihen mittlerweile über 4% Zinsen kriegen. Während Häuslebauer sich ihre Häuser nicht mehr leisten können, weil die Zinsen explodiert sind. Also wir sehen doch gerade eine riesige Umverteilung vom Mittelstand von den Armen zu den Reichen. Also die Mitte und die Armen rutschen ab, die Reichen gewinnen. Das ist das, was wir hier gerade sehen. Und diese Politik wurde in den letzten drei, vier Jahren noch viel radikaler betrieben als in den 20 Jahren davor oder in den 40 Jahren davor, muss man ja sagen, wo sie auch schon betrieben wurde. Für eine populistische Rhetorik und damit hat anscheinend auch Sarah Wagenknecht schon so einige fürs BSW gewinnen können. Und genau in dieser Rhetorik liegt eben auch eine große Gemeinsamkeit zur AfD. Da finden wir sehr ähnliche Ansprachen von BSW und der AfD, was den Appell angeht an Elitenkritik, an Anti-Establishment-Orientierung, also an denen da oben. Diese Kommunikation basiert auf der Behauptung, das Volk wird unfair behandelt. Und das geht Hand in Hand mit einer Art Selbstheroisierung des Volkes, also der Idee von, wir wissen es besser als die da oben. Weil im Zweifel... Diese Idee nennt sich Demokratie. Einfachste liberale, also jetzt nicht mal mehr linke, sondern einfachste liberale Vorstellung von der Mündigkeit der Menschen und je mehr Menschen an der Entscheidung beteiligt sind, desto besser wird sie wahrscheinlich ausfallen. Die sind jetzt schon populistisch. Interessant. Also nach der Logik wären diese ganzen Philosophen der Aufklärung ganz, ganz schlimme Populisten gewesen. Habe ich ja sehr viel mehr Ahnung aus meiner Lebensklugheit heraus. Menschen mit einer populistischen Einstellung haben tatsächlich laut Forschung oft auch Zweifel an wissenschaftlichen Fakten und eher antidemokratische und nationalistische Tendenzen. Dazu kommen häufiger fremdenfeindliche... Das ist ja geil. Leute, die für die... Also die auf der Seite der Mehrheit stehen, die das Volk gut finden, die finden, dass die Meinung des Volkes sich häufiger durchsetzen sollte. Also Leute, die vollkommen demokratische Einstellungen haben. Die sind... wir haben antidemokratische Tendenzen, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich hier drauf zu Ende reagiere. Ich hatte ja gesagt, vielleicht wird das nicht so dumm, aber okay, es ist jetzt schon dümmer geworden als die meisten anderen Anti-Wagenknecht-Videos. Also das ist ja vollkommen bescheuert. Leute, die Demokratie gut finden, haben antidemokratische Tendenzen. Läuft bei die da oben. Einstellungen seien es rassistische oder antisemitische. Was für ein Schwachsinn. Also wirklich. Rassismus war immer eine Ideologie der Eliten. Auch Antisemitismus war in den meisten Episoden der Geschichte eine Ideologie, die von den Eliten getragen wurde und eher nicht von der einfachen Bevölkerung. Antisemitische, aber auch Sexismus und Queerfeindlichkeit. Find's übrigens. Sexismus, also da bin ich, also okay, Sexismus. Okay, kannst du jetzt vielleicht irgendwo reininterpretieren? Queerfeindlichkeit? Also was ist queerfeindlich? Es gibt nur zwei Geschlechter. Ich mag das Selbstbestimmungsgesetz nicht. Oder die Politik konzentriert sich auf immer kleinere, immer skurrilere Minderheiten. Also was ist jetzt Queerfeindlichkeit? So völlig normale Aussagen? Es ist unerträglich, dass auch vor der Grugerhalle Regenbogenfahnen und die Europafahne aufgegangen. Einmal pro Jahr sein Geschlecht. Das hat doch nichts mit Queerfeindlichkeit zu tun. Was wollte er uns jetzt zeigen? Recht frei wählen zu können. Auf diesen grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet. Solche Einstellungen. Das ist ja geil. Du sagst Queerfeindlichkeit und es kommt als Beispiel deine Regenbogenflagge. Und ich bin gegen das Selbstbestimmungsgesetz, so wie ich es vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, was ist denn queerfeindlich? Ich bin gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Das, wirklich. Also. Laut diesen Leuten, also laut den Machern von die da oben, sind wahrscheinlich 80% der deutschen Bevölkerung sexistisch, rassistisch, queerfeindlich und rechtsradikal. Also wenn es nach diesen Leuten hier geht. Sind häufig also nicht nur im Rechtspopulismus, sondern auch im Linkspopulismus vertreten. Da geht es auch um Frauenrechte, LGBTIQ-Rechte. Da sind sich die Parteien doch tendenziell näher als beispielsweise BSW und Linke das sind. Aber woher kommen jetzt die populistischen Einstellungen in der Bevölkerung? Und warum ist die Zustimmung für AfD und BSW, besonders im Osten, so hoch? Wenn man sich die letzten Mittelstudien der SPD-nahen Friedrich Ebert... Vielleicht, weil die Ostdeutschen einfach vernünftiger sind, vielleicht, weil die Ostdeutschen, man könnte das jetzt auch polemisch formulieren, bessere Demokraten sind, weil die Ostdeutschen regierungskritischer sind, weil die Ostdeutschen den Mächtigen gegenüber kritischer eingestellt sind, weil sie mehr politische Wechsel in ihrem Leben erlebt haben, um es jetzt mal neutral zu formulieren. Also zuerst die DDR, dann Helmut Kohl und die Schocktherapie in den 90ern mit einer hohen Arbeitslosigkeit und wo die CDU alle enttäuscht hat und dann
wie die Linkspartei die Leute enttäuscht hat, viele dann in der Nichtwählerschaft gegangen sind. Und also sie sehen die ganze Zeit, wie es schlechter und schlechter wird, ihre Lebensverhältnisse, und sind dementsprechend dann regierungskritisch geworden, was die richtige Reaktion ist. Also die Westdeutschen, die brauchen anscheinend länger, um aufzuwachen, um sich klar zu werden, dass die Regierung nicht in ihrem Sinne handelt. Wenn man die Stiftung anschaut, teilen mehr als 30% der Deutschen populistische Einstellungen. Aber wie kommt es denn dazu? Populismus ist laut der also, Politik... Also, die SPD sagt... Also die SPD in der Stiftung hier sagt, 30% der Deutschen teilen populistische Einstellungen. Das ist im Grunde genommen Elitenkritik. Also das, was Linke eigentlich machen sollten. Kann man sich nicht ausdenken. Ihr merkt, hier erübrigt sich auch jede Diskussion. Das ist einfach nur billiges Framing. Also es hat nichts mit Analyse, nichts mit irgendeiner sachlichen Kritik zu tun. Das ist einfach nur billiges Framing, was hier betrieben wird. Also das Wort Populismus, so wie es hier definiert wird, ist gut. Populismus ist gut und richtig. Und wenn wir nicht populistisch sind, so wie populistisch hier definiert wird, dann machen wir einen Fehler. Wir sollten populistisch sein. Wissenschaftler Eiko Wagner, bei vielen Wählerinnen und Wählern heute ein wichtiger Faktor. Weil die Menschen halt ihre Wahlentscheidung nicht nur danach treffen, welche konkreten Politikinhalte eine Partei anspricht oder umsetzen möchte, sondern auch danach treffen, inwieweit der Populismus der jeweiligen Partei, die Kritik an den Eliten, der Appell an den einheitlichen und wahren Volkswillen, inwieweit der sich in der Partei wiederfindet. Das zeigt auf jeden Fall, wie viel Unzufriedenheit, aber auch Unsicherheit in der Bevölkerung herrscht, vor allem in Ostdeutschland. Wir wissen, dass populistisch eingestellte Wählerinnen und Wähler mehr verbreitet sind in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Wir wissen, dass formale Bildung einen Unterschied macht. Also daran wird es liegen. Also wie gesagt, das, was ich gerade erzählt habe, dass die Ostdeutschen halt sehr häufig verarscht wurden und jetzt sehr viel kritischer sind. Und die Westdeutschen zumindest mal in geringerem Ausmaß verarscht wurden, zumindest so, dass es in ihrem eigenen Leben nicht so große Konsequenzen für sie hatte und die Westdeutschen deswegen etwas braver und folgsamer sind. Also die Westdeutschen, die haben die alte Bundesrepublik miterlebt, tatsächlich eine Politik ermöglicht hat, die die Mehrheit, also die ein hohes Maß an Meinungsfreiheit ermöglicht hat, die einen wirtschaftlichen Wohlstand ermöglicht hat, den wir so heute in breiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr haben, die wirklich einen Bildungsaufstieg ermöglicht hat für breite Schichten der Bevölkerung. Alles Dinge, die wir heutzutage nicht mehr haben. Ja, und die Westdeutschen haben das halt miterlebt und sind deswegen wahrscheinlich noch etwas, ich habe es gerade gesagt, folgsamer, etwas weniger regierungskritisch. Aber je radikaler die Politik sich gegen die Bevölkerung wendet, desto schneller werden auch die meisten Westdeutschen kapieren, dass es so nicht weitergehen kann. Populistisch eingestellte Bürgerinnen und Bürger sind häufiger gering formal gebildet. Das passt auch zu Ergebnissen einer Studie der Uni Jena. Die zeigt, Menschen, die in Ostdeutschland leben, fühlen sich häufiger abgehängt und von der Politik vernachlässigt. Die fühlen sich nicht nur abgehängt und vernachlässigt, die wurden vernachlässigt und die wurden abgehängt. Lexi schreibt gerade im Chat, wir wissen das. Wir Ossis seit der Wende ausgebeutet wurden und die Wessis dann nur drüber lachen und meinen, das wäre ja nicht so. Wir Ossis können ja so gut leben. Ja, also du kannst ja einfach Karten angucken. Also du kannst auch einfach, ich würde jetzt sagen, du kannst über die Grenze fahren und dir anschauen, wie dort beispielsweise ganz viele Dörfer vollkommen, also nicht vollkommen, aber zu einem Art verlassen wurden, dass dann einen großen Leerstand gibt, den du so in den meisten westdeutschen Regionen, selbst in ländlichen Regionen noch nicht hast. Also du kannst einfach, keine Ahnung, von irgendeinem westdeutschen Bundesland in den Osten fahren und dann siehst du, dass sich das Bild schon sehr stark verändert. Du hast in im Osten sehr viel andere demografische Situation vor allem. Ich glaube, das ist das, was du im Alltag am meisten merkst. Also, dass da einfach ganz viele Menschen weggezogen sind und die Bevölkerung immer weiter geschrumpft ist, was öffentliche Infrastruktur auch nicht mehr funktionsfähig macht. Also das ist im Osten noch viel stärker der Fall. Da hast du natürlich noch geringeres Einkommen, weniger Unternehmen, weniger gut bezahlte Arbeitsplätze, weniger finanzielle Möglichkeiten der Bundesländer. Denn wenn die Bundesländer weniger Steuereinnahmen haben, können sie weniger Geld ausgeben. Das bestärkt diesen Teufelskreis nochmal. Also da bräuchte man wahrscheinlich aktive Industriepolitik. Ja, die Wirtschaft im Osten wurde durch die Schocktherapie zerstört, durch die Schocktherapie und durch eine viel zu starke D-Mark. Also man hätte die D-Mark damals niemals zu dem Wechselkurs übernehmen dürfen. Das hat alle ostdeutschen Betriebe fast getötet und man hätte die nur retten können durch Subventionen. Das hat ja ein Oskar Lafontaine gefordert. Subventionieren wir diese Betriebe und
Versuchen wir die dann langfristig in den europäischen Wettbewerb zu integrieren? Die Regierung Kohl hat gesagt, nee, wir privatisieren die alle. Der Markt regelt alles. Und was ist passiert? Die Betriebe wurden privatisiert. Das Tafelsilber wurde außer Landes geschafft oder auf Effizienz getrimmt. So, also auf Effizienz getrimmt heißt dann, alle Arbeiter, die man jetzt nicht direkt brauchte, wurden entlassen. Wie gesagt, riesige Arbeitslosigkeit, Millionen Arbeitslose plötzlich, die man vorher noch nicht hatte, die dann zu einem Gute auch in den Westen abgewandert sind. Also das war alles ein einziges Desaster. Außerdem sind sie weniger zufrieden mit der Demokratie. Aber nicht nur die Ist-Situation spielt eine Rolle, sondern auch die Angst vor der Zukunft. Es ist also gar nicht so sehr meine momentane Situation, dass ich sage, mir geht's schlecht, sondern ich habe einfach Angst, dass alles in Zukunft den Bach untergeht. Und diese Angst nutzen unter anderem AfD und BSW für sich. Beide Parteien haben dieselbe Strategie, und zwar, dass halt Ängste mobilisiert werden. Also gar nicht so in erster Linie die Lösungen thematisiert werden, die da besser werden, sondern erstmal nur die Ängste bestätigt werden. Und das ist eine mögliche Erklärung dafür, warum sich auch einige von euch von AfD und BSW ganz gut abgeholt fühlen. Wenn wir auf die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 schauen, dann sind eure größten Sorgen vor allem finanzielle Unsicherheiten. Mehr als 50% von euch machen sich über diese Themen demnach besonders viele Gedanken. BSW und AfD, die adressieren viele dieser Sorgen und Ängste in der Bevölkerung sehr gezielt. Und auch ziemlich ähnlich. Nehmen wir mal das Thema Inflation. Immer wieder gerne auch Gesprächsthema bei den beiden Parteien. Beide sagen immer wieder, die Klima- und Energiepolitik der Ampel ist schuld. Im Parteiprogramm des BSW steht zu dem Thema, blinder Aktivismus und undurchdachte Maßnahmen helfen dem Klima nicht, aber sie gefährden unsere wirtschaftliche Substanz. Die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen der Ampel hält das BSW demnach für nicht zielführend. Unter anderem wird zum Beispiel immer wieder gerne Habecks Heizungsgesetz kritisiert oder der steigende CO2-Preis. Der CO2-Preis Der CO2-Preis ist eine Konsumsteuer, die vor allem die Ärmeren und die Mitte belastet. Konsumsteuern schaden den Ärmeren am stärksten, der Mitte am zweitstärksten und den Reichen so gut wie überhaupt nicht. Also wer ein Millioneneinkommen hat, den juckt es nicht, ob Sprit jetzt ein Euro teurer ist oder nicht. Wer jetzt ein Einkommen von 2000 Euro im Monat hat, für den ist das sehr, sehr relevant, wie hoch der Spritpreis ist. Also das ist doch relativ leicht zu verstehen. 40%, was für eine schamlose Abzocke. Mal kurz zur Einordnung, der CO2-Preis ist eine Steuer auf klimaschädliche Brennstoffe. Er soll Firmen dazu bringen, den Verbrauch zu verringern oder zu klimafreundlicheren Alternativen zu wechseln. Und dieser CO2-Preis soll natürlich auch die Bevölkerung dazu bewegen, auf klimafreundlichere Alternativen. Ja, das passiert, wenn man diese neoklassische Denke hat und Verteilungsaspekte völlig außer Acht lässt. Natürlich leiden darunter Arme viel stärker als Reiche. Also das ist nicht schwer zu verstehen. Arme haben eine höhere Konsumquote als Reiche, also leiden sie stärker unter Konsumsteuern. Also es bezweifelt ja keiner, dass das die Intention des CO2-Preises ist, aber der Kollateralschaden ist halt, oder man könnte jetzt ganz, ganz böse rumschwurbeln und sagen, das Ziel des CO2-Preises ist es, die Bevölkerung zu verarmen, während die Reichen weitermachen können wie bisher. Umzusteigen. Firmen legen den CO2-Preis oft auch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher um, Produkte werden also teurer. Auch Vermieterinnen und Vermieter müssen höhere CO2-Abgaben zahlen, die dann teilweise auch bei uns ankommen. Zum CO2-Preis muss man zwei Sachen sagen. Erstens, den hat sich nicht die Ampel ausgedacht, der wurde schon zu GroKo-Zeiten unter Merkel beschlossen. Was man aber deutlich kritisieren kann, ist, dass zweitens die Ampel ein sogenanntes Klimageld auf den Weg bringen wollte. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Dadurch sollten die Einnahmen durch einen höheren CO2-Preis wieder an die Bevölkerung zurückgegeben werden. Das kriegt die Ampel aber seit Jahren nicht auf die Kette. Kritik ist da in Teilen also wirklich angebracht. Deutsche Klimapolitik ist lange nicht so sozialgerecht, wie sie eigentlich sein sollte. Da das BSW sich prinzipiell ja für einen Das ist der ganze Punkt. Also ohne mit dem Klimageld, wenn 100% der Einnahmen ausgeschüttet würden, wo ich jetzt unterstellen würde, die Grünen hatten das nie vor. Die Grünen wollten sich die Taschen voll machen, dadurch, dass ein CO2-Preis auf alles draufschlagen. Und man erhöht die Steuern und feiert sich dafür, dass man die Schuldenbremse einhält, während man die Bevölkerung mehr schröpft durch solche Steuererhöhungen. Ich glaube, darum ging es. Ja, also mit dem Klimageld hättest du diese negativen Verteilungseffekte nicht gehabt, aber du hast es halt nicht, die Ampel hat es nicht eingeführt. Jetzt kannst du sagen, okay, hätten sie das Klimageld eingeführt, wäre es besser gewesen, haben sie aber nicht. Also geht der Punkt an der Sache vorbei. Sozialstaat einsetzt, ist das ein logisches Thema für die Partei. Das Wording schamlose Abzocke ist aber populistisch extrem aufgeladen. Das klingt mir nach... Die Opposition kritisiert polemisch die Regierung. Das ist Populismus. Das ist nicht normale Oppositionsarbeit. Danke an SEPI-TV für das Abonnement, was du gerade vorgenommen hast. Bild-Zeitung als nach Bundestag. Das BSW kritisiert den CO2-Preis übrigens nicht nur, sondern will ihn ganz abschaffen, genau wie die AfD.
Die ist da aber noch deutlich radikaler unterwegs und fordert eine Abschaffung aller Klimaschutzmaßnahmen. Klimapolitik vernichtet unseren Wohlstand. Anstelle einer Energiewende will die AfD unter anderem wieder auf Atomkraft setzen, wie es ja aktuell auch andere EU-Länder wie Frankreich oder die Niederlande machen. Es soll ja auch gar nicht um unterschiedliche politische Lösungen gehen, sondern darum, dass der Regierung hier eine böse Absicht unterstellt wird. Hier werden außerdem zwei reale Probleme wie der Klimawandel und die Inflation gegeneinander ausgespielt. Diese Argumentation ist aber a. populistisch und b. widerspricht sie dem Stand der Forschung. Zum Beispiel benennt eine neue Studie der EZB und des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam den Klimawandel selbst als Inflationstreiber ersten Ranges. Und auch eine Alter, wie blöd ist das hier jetzt schon wieder? Wie entsteht Inflation? Inflation entsteht, weil sich die Kosten erhöhen. Was ist vor allem der wichtigste Kostenfaktor in allen Bereichen? Die Löhne. Das heißt, ohne steigende Löhne keine Inflation. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ist tatsächlich so. Inflation ist langfristig gleich der Änderung der Lohnstückkosten. Das heißt, du kannst nur so viel verteilen, wie du wie erwirtschaftet wird. Die Produktivität wächst langfristig. Jetzt kann man natürlich prognostizieren, der Klimawandel wird das Produktivitätswachstum so und so viel schwächen. Das Ding ist, keiner weiß es. Also keiner weiß, was für einen Einfluss der Klimawandel aufs Produktivitätswachstum hat. Das kann man nur sehr, sehr grob prognostizieren. Und deswegen macht es eigentlich auch nicht viel Sinn, darum zu spekulieren. Aber ja. Man weiß auch keiner, wie sich die Löhne in Zukunft erhöhen werden. Das heißt, man kann schon diese eine Größe so gut wie gar nicht vorhersagen, weil es keine guten Klimamodelle gibt und weil man auch nicht weiß, wie sich die Wirtschaft auf bestimmte Veränderungen einstellen wird. Und diese andere Größe, das Lohnwachstum, das nominale Lohnwachstum, das kannst du gar nicht prognostizieren, zumindest nicht über so lange Zeiträume. Also das ist astreinster Schwurbel. Das hat nichts mit der Realität zu tun, diese Studie. Das weiß ich jetzt schon, ohne da reingesehen zu haben. Also da kannst du genauso gut eine Glaskugel fragen oder Tarotkarten legen. Da wirst du wahrscheinlich eine bessere Prognose bekommen. Eine Studie des DIW und der Soas University in London, wie auch unterschiedliche Ökonomen bestätigen, der Klimawandel selbst, die Ernteausfälle und Handelskonflikte, die dadurch entstehen, sind auf Dauer ein riesiges Problem und pushen die Inflation. Aber kommen wir mal zurück zu euren Sorgen. Neben der Inflation beschäftigt euch besonders auch der zu teure Wohnraum. Immer wieder hört man ja auch von Leuten, die von Zwischenmiete zu Zwischenmiete ziehen oder wochenlang beim Kumpel auf der Couch crashen, und das haben ein paar von euch bestimmt auch schon hinter sich. Keine Frage, das ist natürlich ein krasses Problem. Ich bekomme auch schon Panik, wenn ich an die nächste Wohnungssuche denke. Aber das ist zum Beispiel eine weitere Angst, die die AfD und das BSW oft instrumentalisieren. Das BSW gibt hier vor allem wieder der Regierung die Schuld. Die Ampel verschärfe die Wohnungskrise nur. Wenn man ins BSW-Parteiprogramm schaut, steht da, dass die verschärfte Wohnungsnot vor allem auch mit unkontrollierter Zuwanderung zusammenhängen soll. Und die AfD spitzt das noch zu. Der Narrativ ist, Migrantinnen und Migranten nehmen uns den Wohnraum weg. Und der Satz, wir haben Platz, ist eine Lüge. Sie, liebe Ampelregierung, könnten das auch tun, indem sie zunächst etwa die 300.000 ausreisepflichtigen Ausländer abschieben. Für die AfD sind Abschiebungen nötig, um den Wohnungsmarkt zu entspannen. Und ja, man muss sagen, Fluchtbewegungen sind immer auch eine extra Belastung für den Wohnungsmarkt. Anfang der 2000er wurde die deutsche Infrastruktur aber noch darauf ausgerichtet, dass die Bevölkerungszahl eher schrumpft. Seit 2011 und vor allem aber seit der Flüchtlingskrise 2014-2015 wächst die Bevölkerung aber stark und knackt immer mehr Rekorde. Und ja, Migration hat natürlich einen starken Anteil daran. Migrantinnen und Migranten oder geflüchtete Personen deshalb aber als Feindbild oder Hauptproblem zu framen, ist der falsche Ansatz und vor allem eins, populistische Strategie. Auch da wieder das Narrativ, dem Volk wird was weggenommen und die Eliten fördern das sogar noch. Auch hier kann man wieder sagen, ja, die Politik hat es in den letzten 10 bis 15 Jahren nicht geschafft, den steigenden Bedarf an Wohnraum zu decken. Und sowohl die GroKo damals als auch die Ampel heute scheitern an ihren selbstgesetzten Zielen zum Wohnungsbau. Also ja, das Problem Wohnungsmangel ist verdammt real, aber Menschen dabei gegeneinander auszuspielen und teilweise Abschiebungen als Lösung zu benennen, das ist Populismus. Was man aber an der Stelle einschieben muss, man darf BSW und AfD beim Thema Migration nicht komplett über einen Kamm scheren. Das BSW sagt zum Beispiel ganz klar, Menschen, die aus politischen, religiösen oder anderen Gründen verfolgt werden und deshalb aus ihrer Heimat fliehen müssen, haben ein Recht auf Asyl. Die AfD will aber sogar das Grundrecht auf Asyl aus dem Grundgesetz rausnehmen und in ein normales Gesetz auslagern. Dadurch könnte es dann viel leichter eingeschränkt und an neue Bedingungen geknüpft werden. Was hier aber wieder unser Punkt ist, die Parteien setzen auf verdammt ähnliche Strategien. Naja, also das geltende Asylrecht, unter dem hätte ein Großteil der Flüchtlinge oder fast alle Flüchtlinge, die ankommen, hätten da keinen Schutz, weil die meisten Flüchtlinge durch sichere Herkunftsländer eingewandert sind. Wenn irgendwer aus Österreich einwandert, ja, wieso stellt er seinen Asylantrag nicht in Österreich? Wieso stellt er ihn in Deutschland? Also ist ja einfach so, ist ja einfach so.
Strategien, um bei den Menschen gut anzukommen. So, jetzt ging es vor allem um Sorgen, die irgendwie auch mit finanzieller Angst zu tun haben. Aber auch die Angst vor Kriegen in Europa beschäftigt 60% von euch. Auch hier sind sich BSW und AfD relativ einig und folgen der gleichen Erzählung. Und wir haben ein weiteres einigendes Band, und das ist die Frage zur Außenpolitik, zur NATO-Mitgliedschaft, zum internationalen, auch militärischen Engagement der Bundesrepublik. Also beide Parteien sind NATO-kritisch. Die AfD will zum Beispiel eine Reform. Sie will den Einfluss der USA schwächen und laut ihrem Wahlprogramm die deutschen und europäischen Interessen stärken. Das BSW legt noch eine Schippe obendrauf. Sie sagt, auf die NATO sei kein Verlass und sie führe völkerrechtswidrige Kriege. Abgesehen davon provoziere die NATO mit... Was inhaltlich völlig richtig ist. Ihr merkt, ich gehe hier gar nicht mehr tiefergehend drauf auf, aber das hat jetzt wenig mit der Strategie zu tun, das sind die inhaltlichen Positionen. Das sind jetzt inhaltliche Gemeinsamkeiten. Also der Titel dieses Kapitels ist schon mal Fake News, Falschinformation, Desinformation. Also mehr zu Russland kommt dann noch und Kooperation oder Konkurrenz. Okay, ich weiß nicht, ob wir uns das anschauen brauchen. Wie gesagt, das BSW hat eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Die AfD hat eine Koalition mit dem BSW auch ausgeschlossen. Also Alice Weidel sogar schon bevor das BSW gegründet wurde. Also es wurde gegenseitig ausgeschlossen. Also diese Spekulationen hier, die dienen wieder nur, um irgendwelche Wechselwähler hier in Angst zu versetzen. Also vor allem Wechselwähler des BSWs, die sagen würden, wähle ich doch lieber die SPD, das BSW, da kriege ich am Ende noch eine AfD-Koalition. Das will ich nicht. Also das ist die Strategie, die hinter diesem Video hier steht. Unterstelle ich jetzt einfach mal, denn inhaltlich ist hier ja wirklich nicht viel dran. Also wie gesagt, hier werden einfach Punkte von AfD und BSW erklärt, wo es tatsächlich ähnliche Positionen geben mag. Aber wie gesagt, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, soll man nicht schreien, der Himmel ist grün, ist ja das Beispiel, was Sarah Wagenknecht immer bringt. Ukraine-Support eine steigende Kriegsgefahr in Europa. Ganz ehrlich, das kann man mit Blick auf den russischen Angriffskrieg schon fast als Täter-Opfer umkehren. So ist wirklich eine Propagandafloskel. Nein, also man sagt, ein heißer Krieg zwischen dem Westen und einer Atommacht mitten in Europa, wo aufeinander geschossen wird, wo eventuell mal eine Rakete in die falsche Richtung gehen kann, wo es ein sich Aufschaukeln geben kann, wo es ein sich Aufschaukeln gibt, wo westliche Waffen, westliche Soldaten mittlerweile in der Ukraine kämpfen und wo Russland schon gesagt hat, wir betrachten das als direkte Kriegsbeteiligung eben jener Staaten, die da ihre Waffen hinschicken. Wenn damit russisches Territorium angegriffen wird, also all das ist jetzt zwar faktisch richtig, aber, die da oben kann da jetzt irgendeine moralische Wertung reininterpretieren, also diese berühmte Täter-Opfer-Umkehr, die zwar nicht betrieben wird, aber die hier einfach reininterpretiert wird. Und schon kann man das wieder ins Russland-Nähe framen. Das sehen. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt, denn wir sehen sowohl bei BSW als auch AfD stärkere Orientierung und Offenheit gegenüber Russland, als es bei den anderen Parteien der Fall ist. Beide Parteien gelten also eher als russlandnah. Ist das auch noch Strategie oder woher kommt die Putin-Nähe? Vielleicht habt ihr ja hiervon mitbekommen. Der Ukraine. Das ist vielleicht einfach deren ehrliche Position. Also warum muss denn alles immer Strategie sein? Also ihr habt jetzt größtenteils inhaltliche Positionen miteinander verglichen. Also das, was ihr in dem Kapitel hier herbeigeschwurbelt habt mit dem Populismus, wenn ihr das ein bisschen vernünftiger analytisch aufgezogen hättet, denn das Kapitel hier gemusst. Wie gesagt, Populismus, bescheuerter Begriff. Es ist einfach vernünftige Oppositionsarbeit und es ist eine linke Regierungskritik, die ihr jetzt hier auch der AfD unterstellt, was ich dann, ja, es ist ziemliches Herbeigerede von Positionen, die so nicht da sind. Und das Kapitel hier hättet ihr eigentlich weglassen müssen, wenn es um die Strategie geht. Also, wie gesagt, hat mit der Realität wenig zu tun. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat im Juni eine Rede im Bundestag gehalten, unter anderem, um sich bei Deutschland nochmal für die Unterstützung und Aufnahme ukrainischer Geflüchteter zu bedanken. Die Abgeordneten des BSW und der AfD-Fraktion dachten sich aber größtenteils, nö, lass mal stecken und sind nicht. Man kann das auch richtig erzählen. Das BSW hat gesagt, nee, wir boykottieren die Rede, und da musste die AfD nachziehen und 4 AfD-Abgeordnete haben sich geweigert. Also das sind dann die Abgeordneten, die sich quasi geoutet haben, hallo, wir sind NATO-treu, wir stehen auf Kriegskurs. Also ja, das sind übrigens Abgeordnete, da sollte man sich vielleicht mal die vergangenen Reden genauer ansehen, da sollte man sich ansehen, was haben die über die NATO gesagt, da sollte man sich die Lobbyverbindung ansehen, und dann kann man das vielleicht noch gegen die AfD verwenden. Also jetzt nur so als Idee.
bei der Rede aufgetaucht. Vom BSW ist niemand am Start gewesen, von der AfD eine Handvoll Leute. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass es für uns im höchsten Maße befremdlich war und bleibt, dass nur einige wenige Abgeordnete der AfD-Fraktion an dieser Stunde teilgenommen haben. Auch hier, die AfD betreibt bei dem Thema quasi Täter-Opfer-Umkehr. Im Amt ist er nur noch als Kriegspräsident. Auch das BSW wirft Zelensky vor, sich einem Frieden zu verweigern. Kriege können nur beenden. Das ist eine Tatsache. Das ist ein Statement. Das ist eine Tatsache, was Wagenknecht hier ausspricht. Beendet werden, wenn es Kompromisse und auch Kompromissbereitschaft gibt. Sarah Wagenknecht selbst greift auch immer wieder das Narrativ auf, dass es ja Friedensverhandlungen gegeben habe, zu denen man zurückkehren könnte. Und dann Friedensgespräche zu beginnen. Was eine Tatsache ist, was der ukrainische Verhandlungsführer David Akramia mittlerweile bestätigt hat. Also der ukrainische Verhandlungsführer sagt das. Also das ist kein Putin-Schwurbler oder so. Und da wäre der Plan, das muss man dann in den Gesprächen versuchen zu erreichen, da wieder anzuknüpfen, wo in Istanbul aufgehört wurde. Aber nicht nur das, ihre Partei hat auch richtige Fake News verbreitet. Diese Kachel hier wurde auf Instagram gepostet. Was da steht... Ich sag's ja. Sobald du den Mainstream kritisierst, wird jede sprachliche Unschärfe bei dir gleich als Fake News, Propaganda, Lüge, sonst was diffamiert. Diese Leute können hetzen, was das Zeug hält. Die können Quatsch erzählen, was das Zeug hält. Aber sobald du mal eine sprachliche Unschärfe irgendwo drin hörst, die verbreiten Lügen, die verbreiten Fake News, Desinformationen, was dann auch immer kommt. Ist das nicht... Voll, wenn man institutionelle Macht hat und die Rundfunkräte mit den eigenen Gefolgsleuten besetzt sind. Und dann kann man den Gegner so framen, wie man gerade will. Ist das nicht toll? Stimmt aber nicht. Die Befragung, auf die sich das BSW hier bezieht, sagt das genaue Gegenteil. Dass sich zwei. Ja, die wollen Verhandlungen und zum Teil auch Waffen. Über 72% der Ukrainer wollen Verhandlungen. Das stimmt. Dass das hier in Opposition zu Waffen gesetzt wird. Das stimmt tatsächlich so nicht. Aber wie gesagt. Das ist jetzt eine sprachliche Unschärfe. Da hätte man einfach eine Kachel machen können. 72% der Ukrainer wollen Verhandlungen. Ausrufezeichen, reicht doch. Braucht man doch nicht die paar Worte dann hinterher hängen. 72% der Ukrainer zusätzlich zu Waffenlieferungen Verhandlungen wünschen. Also ist der Post eine absolute Falschaussage. Wurde er aber gelöscht? Nö. Der ist immer noch so auf der Seite des BSW zu finden. Verdammt. Haben ihre Spuren nicht verwischt. Also wenn sie es gelöscht hätten, dann hätte das jetzt geheißen, das BSW hat Desinformation verbreitet und wollte seine Spuren löschen. Wir haben den Post aber trotzdem aufbewahrt. Also es ist egal, was man macht. Also gegen einen wird trotzdem geframed. Nur findet man jetzt ganz unten im Beschreibungstext nach 3 Absätzen Text mit einem kleinen Sternchen diese Ergänzung. Diese Anmerkung korrigiert den Text auf dem Bild, der besagt, dass... Sie haben also sogar ganz transparent unter dem Text das online gelassen und dann gesagt... Und dann sich unten nochmal korrigiert. Also das ist doch das Beste, was man eigentlich machen kann. Man lässt es oben, also man löscht nicht irgendwelche Sachen, damit sie nicht mehr nachvollziehbar sind, sondern man lässt das für alle nachvollziehbar und sagt dann, okay, aber so pauschal, wie wir die Aussage getätigt haben, stimmt es nicht. Die Menschen wollen zusätzlich zu Verhandlungen auch noch Waffenlieferungen. Also so wäre es korrekt. Also das ist doch eigentlich das Beste, was man machen kann. So. Ihr merkt, egal was das BSW macht, es wird in diese Ecke geframed werden. Dass 72% der Ukrainer Verhandlungen statt Waffenlieferung wünschen. Tatsächlich wollen sie Verhandlungen zusätzlich zu Waffenlieferung. Dieses minimale Eingeständnis kam... Ich frage mich, das minimale, also das BSW korrigiert sich im Beschreibungstext. Wo sollte man sich auf Instagram sonst korrigieren? Mir wäre jetzt keine andere Stelle bekannt. Und das minimale Eingeständnis, ja, sie hat sich einfach korrigiert. Ich bin auch gespannt, wann das nächste Mal, wenn die Öffentlich-Rechtlichen, wenn in irgendeine Putin-Rede wieder irgendein Unsinn reininterpretiert wird, wie beispielsweise, dass Putin keinen Frieden wolle, dass Putin ganz Europa unterwerfen wolle, stimmt zwar alles so nicht, hat er in der Form nie gesagt, wird ihm aber immer wieder von den Öffentlich-Rechtlichen unterstellt, um halt dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, wir können nicht mit Russland verhandeln. Also ich frage mich, wann die da oben dann aufstehen und sagen, nein, hier wurde Putin in eine ganz miese Richtung geframed. Oder hier wurden Desinformationen verbreitet, hier wurden Fake News verbreitet. Kleine Prognose von mir, wird nicht passieren.
kommen dann 2 Tage später, aber erst nach Aufforderung. Es wird also nicht davor zurückgeschreckt, Falschbehauptungen zu streuen, um die eigenen Ansichten zu stärken. Das BSW fordert nämlich genau wie die AfD eine diplomatische Lösung des Russland-Ukraine-Kriegs durch Gespräche anstatt durch Waffenlieferungen. Wie diese Lösung aber genau aussehen soll, das können beide Parteien über 2 Jahre nach Kriegsbeginn immer noch nicht genau sagen. Das BSW. Ja, weil diese Lösung nicht zwischen dem BSW, der AfD und Russland gefunden werden wird, sondern weil diese Lösung zwischen Russland und dem Westen, also seien wir ehrlich, den USA verhandelt werden wird. Die USA entscheiden das. Und dann müssen wir auf Deutschland Druck auf die USA ausüben, Druck auf die Ukraine ausüben, dass die verhandlungsbereiter werden. Das ist das, was Deutschland tun kann. Deutschland kann nicht sich mit Russland an einen Tisch setzen und ein neues Friedensabkommen verhandeln. Das geht nicht. Das müssen die USA machen. Wenn die USA sich weigern, gut, dann muss man mit den USA halt brechen und seine eigene Position vertreten. Aber das würde dann größere Konflikte nach sich ziehen. Und auch in den USA mehren sich ja die kritischen Stimmen, was den Ukraine-Krieg angeht. Also wenn die europäischen Verbündeten da wegnicken, dann werden auch in den USA die Kriegsgegner Oberwasser bekommen. Also Donald Trump, der fordert ja schon ganz offen Ende des Ukraine-Krieges. Also das ist ja nicht so, dass das in den USA einhellige Meinung wäre, dass man diesen Krieg so lange wie möglich fortsetzen sollte. Sondern die aktuelle Regierung Biden, die Neokons, die da die Außenpolitik bestimmen, die wollen das. Aber es gibt durchaus auch scharfe Kritik in den USA daran. Selbst in der Rand Corporation wurde eine Studie veröffentlicht, schon vor längerer Zeit, dass man diesen Krieg auf lange Sicht hin einfrieren sollte. SW argumentiert sogar, wir beteiligen uns also an der Zerstörung der Ukraine. Auch bei dem Thema setzen beide Parteien wieder auf die Ängste der Bevölkerung. Sie warnen vor einer Eskalation. Deutschland mache sich selbst zu Krieg. Was? Ein heißer Krieg mit einer Atommacht? Kann zu einem Atomkrieg führen? Das ist natürlich wieder böser, böser Populismus. Wie hat Florence Gaub gesagt, ja, das Schlimme an dem gehe jetzt wieder, wie ich mich dran erinnere, weiß jetzt nicht, ob das ihre exakte Wortwahl war. Das Schlimme an Atomwaffen sei die Angst, dass wir sie einsetzen. Also sei die Angst davor, sie einzusetzen. Also so wird ja im Öffentlich-Rechtlichen geredet. Kriegspartei. Aber BSW und AfD wollen nicht nur den Stopp der Waffenlieferungen, beide Parteien fordern auch, die Sanktionen gegen Russland zu beenden. Beide wollen wieder russisches Öl und Gas importieren. Das ist doch im Interesse Deutschlands, was ist daran falsch? Um laut eigener Aussage die Energiesicherheit zu gewährleisten und Geld zu sparen. Aber geht es da nur ums Sparen oder vielleicht auch darum, Putin zu supporten? Über die AfD heißt es... Ja, natürlich. Natürlich. Also worum sollte es sonst gehen? Also, dass eine Partei echt mal deutsche Interessen vertritt, das geht ja nicht. Also deutsche Parteien dürfen ja nur amerikanische Interessen vertreten. Ansonsten gehen sie leider auf der Seite Putins. Also das ist leider so. Es ist sogar gerne, sie sei das Sprachrohr Russlands. Ich glaube, Sprachrohr ist zu viel gesagt. Aber es gibt seit Jahren eine Einflussnahme, gerade aus dem Kreml heraus, über Rechtspopulisten. So, was ist eure Ansage? Wird ein Beleg kommen? Meine Prognose, es wird kein einziger Beleg kommen, das wird hier als Behauptung stehen bleiben. Populistische Parteien in Europa, den Diskurs auch in Europa mit zu beeinflussen. Und wir sehen ja auch die immer wieder aufkommenden Verdachtsfälle oder auch erwiesenen Fälle von Bestechung bei der AfD, bei Mitarbeitenden von AfD-Abgeordneten, die dann halt aus Russland offenbar Geld angenommen haben oder haben sollen. Sowas wissen wir oder kennen wir vom BSW bisher. Ja, wollte ich gerade sagen, das gibt's beim BSW nicht. Und bei der AfD... Oh Gott, mir fällt jetzt gerade kein Fall ein. Also es gab die Vorwürfe gegen Büstron und gegen Mitarbeiter von Kra. Bei Mitarbeiter von Kra bezog sich das Ganze auf China, nicht auf Russland. Und Belege sind bisher nicht eingetrudelt. Also das scheint nichts dran zu sein. Bisher nicht. Das heißt ja erstmal nur, dass wir es noch nicht kennen. Also die Belege, die gibt es bei BSW nicht. Also es heißt jetzt nicht, dass ich mir diese Nähe hier herbeischwurbeln könnte und dass ich hier insinuieren könnte, dass da Beträge geflossen sind. Aber Belege haben wir bisher leider dafür noch nicht. Also, das ist unglaublich. Schutzvermutungen wirklich. Wenn nach solchen Videos hier denkt, ja, die Öffentlich-Rechtlichen, die machen neutrale Informationsvideos, die versorgen uns mit allen relevanten Informationen über das Weltgeschehen, über die Parteienlandschaft, über Politik, dem ist nicht mehr zu helfen. Dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. So steht auch da, müssen wir erstmal so. Und das Ganze ist ja, er behauptet das ja einfach nur. Also das wäre ja genauso, wie wenn Jan Schipmann das einfach behaupten würde. Also nur weil irgendein Mann mit einem Professorentitel oder irgendjemand von der Uni irgendwas sagt, wird es dadurch doch nicht mehr wert. Also wenn du konkrete Anschuldigungen hast, dann beleg sie. Hinnehmen. Wie nah die beiden Parteien Russland am Ende wirklich stehen, bleibt in Teilen unklar. Definitiv aber näher als die anderen Parteien im Bundestag. Kritik am russischen Vorgehen. Ja, die anderen Parteien, also da könnte ich da vielleicht mal ein Video zu machen.
Spoiler, werden sie nicht machen, wenn die anderen Parteien für transatlantischen Netzwerken durchsetzt sind. Findet man bei ihren Abgeordneten maximal in homöopathischen Dosen. So, kleines Zwischenfazit. Also schaut euch mal an, wo die ganzen Politiker sitzen. Ich gebe euch mal ein paar Stichworte. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Council on Foreign Relations, Aspen Institute, German Marshall Funds, Atlantikbrücke und. Zig transatlantische Lobbyorganisationen. Guckt euch mal an, welche Politiker da alles sitzen. BSW und AfD sind beides populistische Parteien und sie fahren sehr ähnliche Strategien. Dazu gehört unter anderem Ängste zu schüren, um die unzufriedene Bevölkerung abzuholen. Ja, es geht darum, die Politik der Regierung zu kritisieren. Also Ängste zu schüren klingt jetzt auch so toll. Die Regierung macht eine Politik, die aktiv die Situation in diesem Land verschlechtert, die aktiv die Industrie vertreibt, die den Wohnungsbau ein... Also die Neuanträge auf Wohnungsbau haben sich halbiert. Die energieintensive Industrie ist um 15-20% geschrumpft. Da kann man doch nicht sagen, die Parteien schüren Ängste davor, sondern die Parteien sprechen einfach die aktuelle Situation an. Sie sagen einfach, was ist, und die Leute sehen, was ist. Also auch dieses Ängste schüren, das hätte man ja, als die Preise 2022 explodiert sind, ja noch sagen können, die schüren aktuell Ängste davor, dass die Industrie abwandert. Jetzt ist schon teilweise abgewandert und jetzt sind es keine Ängste mehr, jetzt ist es Realität. Zu holen und die Regierung immer wieder als elitär zu brandmarken. Im Zweifel auch mit... Moment mal. Politische Funktionseliten, die ein Land regieren, gehören per Definition zur Elite. Oh Gott. Falschen Fakten. Was meint ihr? Wann laden Sie mal Michael Hartmann ein und lassen sich das von ihm erklären? Meine Prognose ist auch wahrscheinlich nie. Wissenschaft hin oder her. Aber was bedeutet das jetzt für die Wahlen im Osten? Sind BSW und AfD jetzt potenzielle Koalitionspartner oder am Ende doch klare Konkurrenz? Ich glaube, den Punkt überspringen. Oder gehen wir mal aufs Fazit. Die werden, also Koalition ist ausgeschlossen, das ist ziemlich klar, habe ich gesagt. BSW schließt Koalition mit der AfD und mit den Grünen aus. Entsprechend ist jetzt das, was sie sich hier zusammenspinnen, glaube ich, auch überflüssig. Egal zu welchem. Also schauen wir uns mal das Fazit an. Das ist, glaube ich, vielleicht noch sinnenswert. Unter den Tisch gekehrt. Dass es im Osten jetzt wirklich zu Koalitionen zwischen AfD und BSW kommt, ist Stand jetzt eher unwahrscheinlich. Ja. Dafür sind die nicht nur eher unwahrscheinlich, so gut wie ausgeschlossen. Also das kann man sagen, das BSW wird nicht bei der ersten Wahl alle Wähler verarschen. Und das halte ich doch für ziemlich, ziemlich absurd. Ich glaube, damit können wir das Video auch schließen. Wie gesagt, dafür sind eure Gebührengelder draufgegangen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die diesen Beitrag hier mit bezahlt haben. Also wenigstens haben wir daraus jetzt noch ein bisschen Twitch-Content gemacht.